Du kennst bestimmt diese vielen netten kleinen Wörter, die in deinen Noten stehen, für die du wahrscheinlich dann erst eine Antenne hast, wenn du deinen Notentext einigermaßen kannst. Was muss man aber genau machen, damit das am Ende auch wirklich rauskommt, was der Komponist sich vorgestellt hat? Ich bin Katja Reinbold, ich bin Flötistin und Flötencoach. Wie du Spielanweisungen auf deiner Flöte umsetzt, sodass Dolce auch wirklich nach Dolce klingt, darum geht's in diesem Video. Spielanweisungen sollen den Charakter der Noten, die du da spielst, in eine bestimmte Richtung bringen. Mit ihrer Hilfe schaffst du verschiedene Stimmungen, unterschiedliche Klangfarben, kurz, mit ihrer Hilfe spielst du interessanter. In der Regel sind sie vom Komponisten vorgegeben, aber wenn du fortgeschritten bist, kannst auch du dir zu manchen Stellen verschiedene Spielanweisungen überlegen. Sie sollen natürlich zum Charakter des Stückes passen. Wenn du jetzt ein paar Spielanweisungen aufzählen sollst, dann ist bestimmt Dolce dabei. Dolce wirst du kennen. Das ist eine sehr populäre Spielanweisung und die begegnet dir ganz oft in deinen Stücken. Wenn Dolce in deinen Noten steht, dann sollst du sanft, weich und lieblich spielen. Die Italiener nennen ihre Süßigkeiten Dolci. Von daher sollst du einen süßen Klang hervorzaubern. Und wenn du besonders weich spielen sollst, dann ist von Dolcissimo die Rede. Dolce wird eher im Piano-Bereich vorkommen und bei langsameren Sätzen. Ein schneller, energischer Satz wird eher nicht im Dolce sein. In diesem Fall ist Dolce mit Espressivo verbunden. Du sollst also weich, aber dennoch ausdrucksstark spielen. So, jetzt habe ich ein Beispiel von Wilhelm Popp und anhand dieses Beispiels wollen wir mal ganz konkret herausfinden, wie man das macht mit dem Dolce-Spielen. Was immer super ist, wenn wir eine Spielanweisung umsetzen, ist es, ein Gefühl dazu im Körper zu haben. Dieses im Körper haben ist ein Begriff aus der Schauspielerei, der eigentlich ganz gut beschreibt, was damit gemeint ist. Man soll es nämlich gar nicht so genau beschreiben und in Worte fassen. Du fühlst es einfach. Es ist wunderbar, wenn du es schaffst, dich in diese Stimmung zu versetzen, die geschaffen werden soll. Das musst du ein Stück weit auch, denn sonst wärst du nicht überzeugend. Aber dennoch musst du natürlich wissen, wie man das technisch umsetzt. Also wie schaffst du es jetzt, auf deiner Flöte sanft, weich und lieblich zu spielen? Wollen wir mal sammeln? Du spielst nicht zu laut. Du spielst auf einen musikalischen Höhepunkt hin und entspannst dann wieder. Das Entspannen ist ganz wichtig, denn Loslassen gehört zur Lockerheit dazu. Und du solltest auch deine Phrasenhöhepunkte nicht übertreiben, dass ein sanftes Auf und Ab in deiner Musik entsteht.
jetzt sage ich dir ganz konkret, was du mit deinen Lippen machen sollst. Du darfst deine Lippen nicht zu sehr spannen. Ein zu gestraffter Ansatz bringt sehr starken Fokus auf deine Luft. Das heißt, du bekommst eine schnelle Luftgeschwindigkeit. Und was ist natürlich, dann hast du einen sehr zentrierten Ton, der klingt klar. Und wir wollen ja aber, wenn wir weich klingen sollen, nicht ganz so zentriert klingen. Wir wollen den Ton, man sagt, etwas streuen. Und das schaffst du nur, indem du deine Lippenspannung ganz kleines bisschen aufgibst. Klingt schon gleich viel weicher. Und zu einem weichen Sound gehört auch ein leichtes Vibrato. Ein schnurgerader Ton wird eher nicht weich klingen. Wenn du noch nicht mit Vibrato spielst, ist das gar nicht schlimm. Versuche trotzdem innerhalb deiner Phrasen ein Gefühl von Schwung und Lockerheit zu empfinden. Schwung entwickeln, auf den Phrasenhöhepunkt hinspielen und danach das wieder loslassen. Dieses Gefühl für Schwung und Lockerheit, das bringt dich nachher dann auch ins Vibrato rein. Das ist nur eine Frage der Zeit, wirst schon sehen. Die Ausgangsbasis vom Dolce spielen ist auf jeden Fall die Vorstellung im Kopf, dass du in dieses Gefühl kommst, dass du das Gefühl im Körper hast. Aber ist es auch gepaart mit dem Wissen um die technische Umsetzung. Du kannst dir noch so toll vorstellen, wie du gerne klingen möchtest. Wenn du es technisch nicht weißt, wie du es machst, kannst du es auch nicht machen. Das heißt, du musst technisch wissen, was du mit den Lippen machst, was du mit deiner Stütze machst, was du mit deinem Blaswinkel machst und so weiter. Da du es jetzt aber technisch weißt, sollte deinem süßen Flötespielen nichts mehr im Wege stehen. Schau dir doch bei der Gelegenheit noch dieses Video an. Da gibt es von mir noch jede Menge Input zum musikalischen Spielen, sodass du deine Töne zum Leben erwecken kannst. Das war's von mir für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!